Bullpene, was auch nicht, wie sie alle heißen. Aber es gibt auch einige berühmte Hesse, von denen wissen die Leute gar nicht, dass das Hesse waren. Der Kolumbus zum Beispiel. Heutzutage historisch hergeleitet, ist wirklich so. Kolumbus, Christoph Kolumbus war ein Hesse. Und zwar muss man es ja so vorstellen, der Kolumbus hat damals in dem Spanien gehockt und wollte nach Indien rüber. So, jetzt wusste man damals schon, wenn ich von Spanien aus nach Indien will, fahre ich ja besser rechts rüber. Und was macht der Dösbattel? Er fährt nach links rüber. Und das übertragen auf den heutigen Straßenverkehr, rechts blinken, links fahren, das müssten auch Offenbecher können. Soll auch der alte Nahotschen nicht, das war so ein Aztekenfuddler, so ein Aztekische, der soll damals schon gesagt haben, Gott schütze uns vor Lavamasse und Hesse, die ihr Dorf verlassen. Ja, da muss man halt durch. Was natürlich ganz schwierig ist, und da muss man tatsächlich mit jungen Leuten mal ein bisschen mehr dran arbeiten, glaube ich auch, ist ja wirklich so Sprache und Kommunikation und sowas alles. Das ist ja auch für uns Ältere manchmal schwer zu verstehen, was die da von sich geben. Also das sind ja viele, die lassen so, meiste arbeiten mit Abkürzungen, die man nicht mehr so nachvollziehen kann, dann lassen sie einfach irgendwelche Sätze mal weg, Satzteile weg, Wörter weg. Und es gibt auch welche, die lassen einzelne Buchstaben komplett aus der Kommunikation raus. Und das ist eigentlich nicht gut, denn wir müssen mal überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn ihr einen Buchstaben einfach eglassen würden? Natürlich, wir wären noch in der Lage, uns zu verständigen. Wir hätten wahrscheinlich Schwierigkeiten, aber wir würden noch alles verstehen. Natürlich gäbe es Wörter und Sätze, die entstellt werden würden. Aber im Wesentlichen bliebe alles bei der A-Heit. Ein Buchstabe kann nicht so wichtig sein, dass er doch ein ist. Doch, und bei einem älteren Buchtabe gibt ihr Probleme dazu vertehner der andere Argil. Gehen ihr auch eine Buchtabe auf, gehen ihr klein und der Hallo mir endlich vorgekühlt. Information. Ja, und das war tatsächlich dann bei mir auch in der Schulzeit immer so die Schwierigkeit, wobei ich mich an einfach erinnern kann, dass ich wirklich gern gemacht habe. Und da sollten wir auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Das waren die Pausen. Damit Sie da noch mal so ein bisschen das Gefühl da rein, sich noch mal zurückversetzen in Ihre eigene Schulzeit, werden wir das einfach mal ein bisschen nachstellen. Wir machen jetzt mal so 5 Stunden, 20 Minuten Pause. Und danach hoffen wir, Sie zum zweiten Teil begrüßen zu können hier bei Wissensbank.